Hi, ich bin der Günther, ich komme aus deinem Bruder. Willkommen zu meinem professionellen Aufnahmeskill. Bevor wir mit Günthers Saga dann weitermachen, kommt heute mal eine Folge, die sich wirklich sachlich und nicht mit einer Story auf den neuen Donkey Kong Amiibo beschränkt. Gerade eben habe ich schon mal einen Kampf vor der Aufnahme gemacht. Alter, ich muss echt sagen, ich habe K. Rool gespielt und ich hätte fast gewonnen. Jetzt mal Real Talk. Wer das letzte Video gesehen hat, weiß, warum das so krass ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich bisher immer 3-0 gegen ihn verloren habe. Aber letztes Mal, gerade eben, hätte es fast geklappt. Dieser Kampf beginnt schon fast genauso gut. Letztes Mal hatte ich 70% gemacht, bevor ich einmal getroffen wurde. Dieses Mal habe ich 90. Ja, kaum ist die Aufnahme an, läuft es wieder viel besser. Ist mal for real. Ich hätte ihn mit einem guten Cheesy Hit besiegt letztes Mal. Er war auf ungefähr 50% letzter Stock da, hier irgendwie sowas oder so. Und das wäre es gewesen. Aber stattdessen haben wir jetzt in der Aufnahme natürlich sowas. Ihr seht, der Amiibo hat Bock. Ich werde gleich mal gucken, ob ich irgendwie online Leute finde. Also ich habe schon mal bei mir im Jahrgang gefragt, da hat sich leider keiner gemeldet, auch wenn einige Smash spielen, aber denen war das wohl zu kurzfristig. Ich habe bis vorhin selber noch geplant, heute Pokémon Black aufzunehmen. Ja! 66,5% konnte ich diesmal hinzufügen. Und jetzt glaubt mir keiner, dass ich gerade eben einmal fast gewonnen hätte. Jawohl. Ich nehme ihn einmal mit auf mein Revier, Temporal Tower. Das kenne ich gut genug, anders als die dunkle Macht. Ich bezweifle allerdings trotzdem, dass ich gewinnen kann. Aber es wird sicher lustig aussehen, wenn ich den kompletten Temporal Tower runtergeballert werde. Was? Habt ihr diese Hitbox gesehen? Diese Hitbox kann mir kein Schwein erzählen. Ich merke übrigens, wir sind jetzt wieder in einem sehr typischen Kampf gegen diesen Amiibo. Wir kämpfen etwa 10 Sekunden und ich bin auf 195. Und wenn ich mir die erste Hitbox da so angucke, bin ich auf 180. Digga, der ballert die Dinger so schnell raus, diese Back-Airs. Was ist denn mit ihm? Grab. Guck mal, ich mach Damage. Jetzt mal jetzt, das war so eine schöne Back Air, aber die tötet halt nicht mal im Ansatz. Und ich, hier die Plays, die ich hier mache. Die Plays, die ich hier mache, sind krass. Das Problem ist, hier, der gibt mir einfach die Double Back Air. Yay, ich hab einen Kill. Ja, warum glaube ich, dass ich das nicht überlebe? Ja, wieder meine 120% von dem Hit gefressen. Also, ich merke selber schon, groß motiviert jetzt noch lange gegen den rumzukämpfen, bin ich nicht. Was ich aber sehen will, ist, ich will einmal mit einem anderen Charakter nochmal ran. Ich nehme mal Dr. Mario. Und ich habe noch nie geguckt, wie dieser Amiibo sich gegen meinen Seemobs Kirby Amiibo anstellt. Ich will es aber ehrlich gesagt gar nicht wissen. Gegen Amiibo mit Leichtgewicht. Dieses
Ding da. Das größte Problem am Matchup mit Dr. Marius. Ich habe das schon mal gemacht. Okay. Weil ich die Combo gerade anders gemacht habe, war es kein Problem. Ja. Schade, dass das jetzt die schnellen 100% waren. Warum ist Mario und Dr. Mario nicht gesprungen? Hier. Das ist auch noch so ein Problem mit dem Jungen. Man geht einmal auf einen krassen Play. Und was bekommt man dafür? Man geht auf den Spike. Man verfehlt. Er springt hinterher. Und versucht selber. Hier, es ist so mies. Was? Ich hab einen Stock. Das erste Mal mit Dr. Mario. Hier, meine Main-Combo funktioniert nicht. Dafür bekommt er zu wenig Knockback. Boah, ich sag euch aber, ich will auch noch einen Dr. Mario Amiibo trainieren. Der wird dann cool. Hier, das ist das Problem. Normalerweise ist das so die Double-Back-Air-Situation. Aber gegen den Typen trifft das nicht. Und jeden Moment tot. Achtung, er geht auf die Forward. Ich war mir sehr sicher, dass er auf Forward reagiert. Als ob. Es wäre so cool gewesen, wenn ich ihm noch einen Stock hätte ziehen können. Jetzt war es aber die Forward Air. Ah! Ich hab ihm Stock gezogen. Das ist schon mehr als gewöhnlich. Wir gucken jetzt einmal drin. Das vermutlich 30 Sekunden Match. Okay, es gibt eine Möglichkeit, wie es kein 30 Sekunden Match wird. Wenn Seemops es schafft, nicht einmal getroffen zu werden, gefühlt. Danach schickt man DK bzw. Dunkle Macht online. Denn dann kann sie mal nicht nur Günther und Co. nerven. Und Seemops, tut mir leid. Da sind die ersten Hits draußen. Die ersten Kombos, die Seemops hat. Und man könnte meinen, es wirkt im Moment so, als wüsste die Dunkle Macht nicht wirklich, wie sie kämpfen soll. Ach stimmt, der ist ja sehr auf Verteidigung gepusht, der Kirby. Okay, stimmt. Aber trotzdem, das erhöhte Knockback. Ich würde mir auf jeden Fall an Seemops Stelle nicht so viele Hoffnungen machen. Aber mehr als ich von vornherein dachte. Er ist der erste Amiibo, den ich gesehen habe, der einen Lead hatte für eine Zeit. Hat er nicht gemacht! Man hat das gerade gehört, ich weiß nicht, wie gut das im Video war, aber das war nicht nur ein Footstomp-Kill. Das war der Double Footstomp. Also am Anfang sah es nicht so schlecht für Seemops aus. Solche Kombos sind sowieso immer sehr cool von ihm. Aber oh, ein Kill. Ehrlich gesagt bezweifle ich, dass er hier in diesem Kampf eine Siegeschance hat, trotz allem. Okay, die Sache ist halt die, es ist wirklich das, was ich vorhin gemeint habe, ist die größte Siegeschance für Seemops. Wenn er gefühlt nicht getroffen wird. Es gibt hier jetzt so Phasen, gerade eben, da wird er hin und wieder getroffen. Das sind auch die, denen es schlecht für ihn läuft. Aber es gibt auch Phasen, in denen er gefühlt keine Hits kassiert. Sondern nur, ganz mies. Sondern nur austeilt. Also ich sag so, der Kampf ist auf jeden Fall deutlich knapper, als ich erwartet hatte. Wobei ich auch sagen muss, ich habe die Verteidigung von Seemops unterschätzt.
Aber solche Hits sind trotzdem sehr mies. Aber es könnte tatsächlich dazu kommen. Ich halt die Schnauze. Ihr wisst sowieso alle, was ich gerade sagen wollte. Deswegen kommentiere ich es jetzt auch nicht weiter. Wir wissen's alle. So, ich rechne nicht damit, dass irgendwelche Kampfarenen offen sind, muss ich sagen. Aber ich guck mal, ansonsten gehen wir ins Amiibo-Menü und schicken da auf die Reise. Ich bin mal wirklich gespannt. Also wenn es um Kämpfe mit Items und so geht, kann es leicht passieren, dass er vielleicht sogar Probleme bekommt. Andererseits, wenn ich zum Beispiel an Groudon denke, als wir das bei dem gemacht haben. Er hat einen Kampf knapp gewonnen. Fakt ist aber, im Vergleich zueinander, wenn ich erstelle, wird nicht schnell genug wer beitreten. Alles egal, Hauptsache es gibt Amiibo, ja, wie immer. Niemand macht solche Arenen. Dann müssen wir ihn wohl auf diese Methode losschicken. Ist halt echt mies, dass man dann nicht live zugucken kann, sondern erst im Nachhinein. Ah, Souvenir habe ich mir für den, glaube ich, relativ lang nicht geholt. Aber dem Ding gibt man auch keine Souvenirs. So. Und jetzt heißt es abwarten und Walross Edition 3 gucken. Genau, Leute. Obwohl, ich weiß nicht, wann genau ich das hochlade. Mal gucken, ob der Epilog dann schon online ist. Also ich werde es auf keinen Fall vorm Finale hochbekommen. Jedenfalls rechne ich da absolut nicht mit. Ja. Ich denke, ich werde euch dann mal einen Cut setzen. Ich meine, der hat ja noch nicht mal wen gefunden. Also lange hat es nicht gedauert. Ich weiß nicht, ob man das im Video sogar noch gesehen hat. Eigentlich in dem Moment, in dem ich einen Cut gesetzt habe, hat er wen gefunden. Das waren jetzt vielleicht eine Minute, eineinhalb. Gegen wen hat er gekämpft? Unter welchem Regelset? Lukas auf Stamina. Könnte er verloren haben, tatsächlich. Außer natürlich, er macht die Up-Tilt-Kombos. Der arme Lukas. Mein DK. Die dunkle Macht hat gerade 30 Leben verloren. Lukas im ersten Stock. Ja, ein Hit! Macht so viel Schaden wie alles, was Lukas im ganzen Kampf bisher gemacht hat. Diese eine Kombo! Was ist denn das? Der hat keine 50 Damage genommen, der Junge! Der hat den Gegner zerfetzt. 41 Sekunden. 47 Schaden genommen. Und er wartet wieder. Wir sehen uns dann gleich erneut. So, wieder da. Diesmal hat es ein bisschen länger gedauert, der Kampf. Bin ich mal gespannt. Entweder hat der Gegner dieses Mal mehr Widerstand geleistet, oder es war ein zeitbasierter Kampf. Two-Stock. Oh Gott, gegen Lucina auf so einer Stage. Das könnte der DK gut verloren haben. Ich nehme alles zurück. Lucina macht ihre kleine Combo da mit 11% und dann kommt DK und sagt Moin. Und wie hat der Kampf länger gedauert? Hat's geleckt. Es ist relativ offensichtlich, dass diese Lucina nicht wirklich eine Chance hat.
Der nutzt sogar den Hit. Ich denke, die hat einfach nur ein bisschen gelebt, weil die Stage so groß ist. Aber jetzt ist jeden Moment Ende. Ein guter Hit und die dunkle Macht hat ihr nichts. Okay, natürlich. Wenn Donkey Kong sowas macht, kann er diesen Kampf verlieren. Deswegen ist er gerade in einer sehr riskanten Position. Er hat zwar ein 150% Lead, aber... Die Lucina macht ganz gerne mal ihre Kombos. Ja. Und damit hätte die dunkle Macht die zweite Demolierung heute vorgenommen. Jawohl. Dann auf einen warten wir jetzt noch. Wir sehen uns dann gleich wieder. Oder wir warten nicht auf noch einen. Alles klar, ein Fehler ist aufgetreten. Die Reise wird beendet. Nee, was? Hä? Okay, muss ich jetzt hoffentlich nicht verstehen. Bis gleich. Aber gibt ja auch nur Sinn. Er hat noch keinen, aber ich will euch voll labern. Es gibt ja auch Sinn, dass ein Fehler auftritt. Die Server kommen auch nicht. Was für Server? Die Internetverbindung kommt auch nicht auf die Übermacht der dunklen Macht klar. Sagen wir es so. Ihr könnt, alle Zuschauer der Walross-Edition können froh sein, dass sie nicht so overpowered in der originalen Geschichte war. Ansonsten wäre die Walross-Edition ziemlich kurz geworden. Ne? Ja. Ich schneide jetzt nicht mehr. Wird sowieso jeden Moment fertig sein. Das Längste, was passieren könnte, wäre halt... Kann sogar sehr gut sein, dass das irgendwie so sortiert ist. Der ist gerade auf dem dritten Kampf seiner Trainingsreise. Vielleicht hat er einmal Versuche, einmal Ausdauer, einmal Zeit als Ruleset. Demnach wäre jetzt gerade ein zeitbasiertes Match. Und zurückgekehrt. Das geben wir uns jetzt auch noch. Und danach will ich noch ein kleines Experiment machen und vermutlich den ersten Kampf heute, in dem die dunkle Macht verliert. Ein DDD und nein, wieder auf Stocks. Und dieser DDD ist auch nicht defensiv stark genug und offensiv auch nicht. Die müssen alle mal auf die Werte ihrer Amiibo achten. Was ist denn das? Mann, jetzt passt doch mal auf! Die Helfertrophäe will er nicht. Andererseits wäre es nicht auch ein bisschen unfair. Er ist ohnehin übermächtig. Digga, das ist normal vom Angriff her so ziemlich die stärkste Helfertrophäe im Spiel. 11 Damage. Ich meine, er ist gerade ein bisschen in der Bredouille. Hier! Gebt euch das! Gefühlt ist die Situation gerade... Der hat ein bisschen versucht zu recovern und mit der Recovery doppelt so viel Schaden gemacht wie der DDD und seine Helfer-Trophäe. Der Kampf ist auch jeden Moment rum. Hier gab es jetzt auch mal ein paar Items, aber dieser DDD kann übrigens nicht punishen. Okay, jetzt hat er mal einen Kill. Aber ich bezweifle stark, dass er das noch gewonnen hat. Ja, die dunkle Macht ist online gegangen, hat sich 3 Gegner rausgesucht und sie alle nach verursachter Schaden 95, Alter. Und sie alle nacheinander komplett demoliert. Was ist denn das? Dieser Amiibo ist zu stark. Deswegen wird es jetzt Zeit, dass er in einem letzten Kampf für heute einmal spürt, wie eine Niederlage sich anfühlt. Das hat er bereits bei seinem Training getan, das weiß ich. Hier, er hat einfach nur rasiert. Ich drück Plus, danke. Es wird Zeit, dass er, also zumindest wenn er den Kampf, den ich jetzt für ihn geplant habe, gewinnt. Und nein, ich lasse nicht all meine anderen Amiibo gegen ihn antreten. Aber wenn er den Kampf jetzt trotzdem... Seht ihr? Die dunkle Macht hat mir sogar was
in der Chronologie eingebracht. Alter, ich hab gestern oder vorgestern, als ich die dunkle Macht noch ein bisschen nach der letzten Günther Saga Aufnahme, als ich noch ein bisschen da gezockt habe, habe ich auch mal endlich meinen Erfolg bekommen für den 3000. Kampf. Ja gut, hab ich gesagt, ich spiele das Spiel oft. Wir haben hier 3 Amiibo. Und zwar... Hä? Okay, dann halt so rum, die Reihenfolge ist relativ schnuppe, also... Ihr seht schon, worauf es hinausläuft. Wir nehmen jetzt einmal das komplette Kanon-Matchup. Günther und Lord Ecke treten zusammen gegen die dunkle Macht an. Und wenn die dunkle Macht diesen Kampf gewinnt, ich fall komplett vom Glauben. Alter, Lord Ecke hat die gerade komplett kontrolliert in dieser Situation, die für Günther schrecklich hätte enden können. Aber Lord Ecke hat die dunkle Macht dominiert. Ich dachte schon kurz, die geht jetzt direkt mit dem ersten Kill raus. Aber guckt auf die Prozente, ne? Okay, es wird jeden Moment den ersten Kill geben. Von, genau, Günther und Lord Ecke. Sie scheinen diesen Kampf doch genug unter Kontrolle zu haben. Auch wenn wir wissen, für Günthers Saga wird es dieses Matchup nicht geben. Alter, die beiden Teams aber auch. Die sind sau krasses Team. Yo, Alter. Dieses Teamplay. Dream Team am Start. Okay, einen Kill hat die dunkle Macht. Das ist halt gerade echt Dream Team, was die da machen. Aber es ist dann doch nicht der letzte Kampf für heute. Denn dieser Kampf ist, ich muss sagen, der ist tatsächlich eindeutiger, als ich dachte. Ich bezweifle stark, dass die dunkle Macht hier jetzt noch ein großes Comeback schafft. Ich habe zumindest damit gerechnet, dass sie ein bisschen mehr ausrichtet. Und deswegen... Oh, Alter, die beiden sind so das krasse Team. Jetzt mal im Ernst, man könnte echt meinen... Junge, man könnte meinen, ich hab die extra drauf trainiert, ein krankes Team zu sein. Aber Günther und Lord Ecke haben wir ja gerade komplett zerfetzt. Also, das muss ich mir gerade mal speichern. Die dunkle Macht hat's ja komplett auseinandergenommen. Und genau deswegen mache ich jetzt mal wirklich einen richtig nicen Kampf. Ich bezweifle zwar, dass Günther und Lord Ecke gewinnen können, aber 2 Antagonisten treten gegen 2 Protagonisten an. Gucken wir uns mal an, wie Groudon und die dunkle Macht zusammen gegen Günther und Lord Ecke ankommen. Wie gesagt, ich rechne damit, dass der Kampf wirklich hauptsächlich... Günther und Lord Ecke sind ein sehr gutes Team, wie man merkt. Aber ich rechne damit, dass wirklich die dunkle Macht... Digga, es geht so viel durcheinander. Die dunkle Macht wird diesen Kampf carryen, sage ich. Und zwar offensichtlich auf Seiten ihres Teams, ne? Ich denke, Groudon wird nicht unbedingt das Match entscheiden. Alter, aber die beiden machen gerade auch krasses Teamplay. Groudon und die dunkle Macht. Allgemein, ich muss das echt mal testen, wenn meine Amiibo so cooles Teamplay haben. Ich bin mal gespannt. Günther und Lord Ecke haben beide schon jeweils einen Stock verloren. Die dunkle Macht und Groudon haben hingegen noch beide von ihnen. Ja, also man sieht, es zeichnet sich jetzt schon... Alter, was...
Die sind aber auch... Okay, vergesst's. Ich habe ja schon gedacht, Lotte und Günther sind schon ein cooles Team, vor allem mit ihren Spikes. Die gehen beide die... Warte, habe ich das gerade richtig gesehen? Hat gerade Lotte... Ich habe mich hoffentlich verguckt. Ich habe es gerade so gesehen, dass Lotte... Oh, dass Lotte einen der beiden Gegner, ich glaube es war die dunkle Macht, gefootstompt hat, damit Günther direkt aus dem Footstomp ein Footstomp! Oh, Lotte ist raus. Digga, was hast du mit deinen Footstomps? Und das war's. Zwei Stocks der dunklen Macht und einer von Groudon. Man sieht auch hier, wer von den beiden offensichtlich mehr gemacht hat. Die Werte nochmal kurz. Man sieht's. Verursachter Schaden 200-854. Oh, kein einziger K.O. von Lotte, was? Und Groudon hat tatsächlich die meisten K.O.s. Und zwar zum Beispiel alle drei an Günther. Erlittener Schaden. Die höchsten Schadenswerte, die sie zwischendurch hatten. Jetzt wird mich vor allem mal interessieren. Es gibt doch einen... gibt keinen Meteorangriffe. Man merkt maximales Katapultiertempo auch. Also das war... Uff. Wir werden weitersehen, wie es mit diesen Amiibos läuft. In anderen Videos. Und ich werde noch Videos machen, wo ich die teamen lasse. Wir sehen uns dann in anderen Videos wieder. Ciao.